Ich bin Lom Ali Eskiev, Profi-MMA-Kämpfer. In 2 Wochen werde ich bei KSW gegen meinen bisher stärksten Gegner kämpfen. Und so ernähre ich mich in meiner Vorbereitung. Guten Morgen. Heute ist ein neuer Vlog. Ich zeige euch, wie mein Alltag aussieht, was ich esse und wie ich trainiere. Supplements, die ich morgens nehme, sind Zink, Ashwapro, Magnesium, Kurkumin, Athletstack. Danach frühstücke ich. Und danach geht es zum Training. Das nimmst du alles auf einmal? Ja. Yeah. Krass. Krass? Spaß, ich zeige das auf 2 Hälften. Instant Reispudding. Das hat so Nährwerte ähnlich wie Haferflocken, aber schmeckt 1000-mal besser. Designer Whey Protein. Kiwi drauf gemacht, Blaubeeren, Banane, Datteln, noch Goji-Beeren. Achso, am Ende kommt Erdnussbutter. Erdnussbutter ist Finale. Jetzt kommt das Finale. Das war ganz schön viel drauf, ne? Dafür, dass es Diät ist. Ja. Geschmacklich top. Ich esse das jeden Morgen. So, wir gehen jetzt ins Gym. 3-mal dürft ihr raten, auf wen wir warten. Natürlich Hussein Kadim Agumayev. Ich mache Diät von 76, 77 auf 71,5 und letzte Woche mache ich dann 4,5 Kilo. Ist extrem schwer. Würde ich nicht raten nachzumachen, weil das hat auch einen Jojo-Effekt. Trackst du eigentlich deine Makronährstoffe bei sowas oder hast du einen Ernährungsplan, den du befolgst oder ist das alles so Freestyle? Das ist alles so Freestyle. Jetzt ist eigentlich geplant ein bisschen aufwärmen und danach Pratzenarbeit. Heute Morgen etwas lockerer und heute Abend ist dann hartes Sparring. Die Vlogs werden wahrscheinlich erstmal nicht mehr so lustig wie vorher, wegen der Diät und so, Ende der Vorbereitung. Ich schwöre, diese Tage, ne? Es gibt Tage, da einfach keine Lust. Und heute ist so ein Tag. Die gibt es selten und genau heute hast du mich dabei erwischt. Werde langsam warm. Und wie macht's? Gut. Wie läuft Grappling? Gut, mit Hattes. Ja, jetzt ein bisschen dehnen und dann war's. Was steht dann an? Dann wollte ich zu Tolga fahren, Vitaminspritze geben quasi, Vitamininfusion geben. Und, ja, dann nach Hause essen und Mittagsschlaf. Sultan, ich habe gerade voll die schlechte Laune, ja. Wieso? Secret Juice. Wir sind jetzt extra Platz. Normalerweise sollte Mutter heute kochen. Die braucht aber ein bisschen, aber ich sterbe vor Hunger. Und hier gibt es eine Alternative. Und das ist so eine Bowl mit Eisbergsalat, Bulgur und Paprika, Hirtenkäse, Hummus. Also das kann man auch mittags essen. Guckst du eigentlich in deiner Diät, dass du auf Kohlenhydrate verzichtest? Oder ist es einfach nur wenig Essen, Training und fertig ist? Also es ist nicht so, dass ich Kalorien zähle oder sonst irgendwas. Es ist eher so, quasi gucke, wie die Trainingseinheiten sind. Und wenn ich weiß, morgens wird eine harte Trainingseinheit, dann kann ich mehr essen. Wenn ich weiß, dann abends wird lockerer, dann esse ich halt mittags ein bisschen weniger Kohlenhydrate, weißt du? Also ich passe das immer an. Hossein muss nur 5 Kilo, ne? Nur 5 Kilo. Easy Money. Sieht gut aus, ja? Schmeckt auch gut. Schmeckt nicht so gut wie die Sachen von ESN, aber schmeckt auch gut. Ich mache heute Pancakes von ESN für euch. Ja?
dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Wir haben jetzt gegessen, Magen ist einigermaßen voll. Guck mal, ich sehe schon, ich habe einen Strafzettel. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt nach Köln, geben uns eine Vitamin C Infusion und danach gehen wir nach Hause Mittagsschlaf machen. Essen war teuer. Bro, egal wohin ich gehe, ich fühle mich wie in einem Krankenhaus. Einer hustet, einer dies, einer das, verstehst du? Hast du langsam Paranoia, dass du krank bist? Ja, jedes Jahr. Einen Kampf habe ich ja schon abgesagt, weil ich krank war. Ich muss maximal aufpassen. Alles, was du willst. So ist gut? Ja, so ist perfekt. Oder wollen sie ein bisschen tiefer? Nein, danke schon. Ah, wie? Pass auf deinen Kopf. Okay, ist nur noch eine Decke. Eine Decke, sofort. Danke, danke dir. Guck mal, wie ich trage. Nusret. Käse? Weißt du, was ist das, Mann? Man, bleib doch ruhig, ich will dir das... Ich will dir das doch erklären. Ich weiß, was das ist. Was ist das? Das ist diese Käse, wie heißt das? Ja, das ist mein Snack. Das Produkt. Ein Monat vor Kampf, normalerweise Stopp. Und rote Fleisch. Ja, rote Fleisch. Rote auch. Fleisch würde ich. Wir haben locker. Ich bin bereit, Bruder. Das heißt, ich bin bereit heute. Hüttenkäse, bisschen Datteln. 3 Datteln sollst du eh vor dem Training essen, damit du gut trainieren kannst. Ein bisschen Blaubeeren, das zermatschst du, aber das ist quasi so ein kleiner Snack vor dem Training. Und Schokotoppings von ESM. Ja, genau. 80% weniger Zucker. Ich will ja nicht so auf Krampf immer für ESM Werbung machen, aber die haben echt alles. Wo sind die Pancakes? Du hast doch gesagt, mach Pancakes. Ich wollte gerade sagen, Pancakes. Wo sind die Pancakes? Du hast den Leuten gesagt, du machst Pancakes. Ich mache heute nach dem Training. Das ist was anderes. Ich wollte aber vor Training unbedingt. Ein Appell an ESN. Sponsert den Jungen auch, weil diese Ware, was ihr mir gibt, reicht nicht für 2 Leute. Der benutzt die Ware mehr als ich. Ich bestehe darauf, dass der Junge gesponsert wird. Pro Tag mindestens 3. Ja, wir gehen jetzt zu 2 Trainingseinheiten. Wir haben Mittagsschlaf gemacht. Sparring. Lockeres Sparring oder geht's heute zur Sache? Harte Sparring. Einer von den letzten 3 Sparringen. Black Pantera. Sparring. Heute hartes Sparring wieder. Diese Woche, nächste Woche noch Belastung. Und dann sollen die sich nur noch auf den Weltcup konzentrieren. Aber heute wird geballert, ja? Heute wird geballert. Heute wichtige Einheit für Islam, Hussein und Lomaten wieder nach Position. Immer minutenweise und ich wechsle euch so ein, dass es ungefähr passt vom Ring und vom Striking her. Pantera. Egal wer gewinnt, du. Und 5 Jahre nur Conor McGregor. Khabib, meine Schwester. Черный пояс я тебе дам. Ты хохоли? Что с ним? Что это? Secret juice? Нет, чай. Борщ чай. Сегодня ты мне все... T-Shirt ausziehen. Bei dem Kampf habt ihr auch Bodycheck. Wenn ihr ESN Supplements nimmt, seht ihr auch so aus. Und Training. Und Training. Erste Minute. Shoot. Black Panther. Mountain Wolf. Und? Одели, Асан, има на бул, он без кук работает. Моя задание по этажам, расстреливай, не пускай его себе, закрайся. Спасибо большое. Я сказал, что если ты хард, то мне легче. Он мне помогает, понимаешь?
Erste Minute. Ringen, also mehr clinchen, aber mit Dirty Boxing. Dann Over Under, Double Under und Single Leg. Immer im Wechsel auskämpfen. Wenn man warm gelaufen ist, geht. Das ist halt das Ding bei Diät. So wie heute Morgen auch. War schwer. Aber die ganze Zeit Tempo. Ich glaube Ringen und Pratzen. Ring und Pratzen. Hast du Minuten. Let's go, Anton. Tempo. Nice, Anton. Again. Let's go. More tempo. Up left. Up left. Warte, voll zu zero. Давай, Обросим! Раз, два! Еще! Обросим! Sieht entspannt aus, ja? Ja. Sieht aus, als ob ich im Wohnzimmer rumchille, ne? Bro, weil manchmal zieht es, es ist besser. Ich könnte auch T-Shirt anziehen, aber Haare sind dann nass, damit ich nicht krank werde, habe ich so. Finish. Jetzt gehen wir zu meiner Mutter, essen da, dann schlafen. Natürlich hätte ich jetzt gerne, ich weiß nicht, ich habe voll Bock auf Döner, aber das ist auch okay. Ganz wichtig, Knoblauch. Abendessen hat Mutter Lachs gemacht, bisschen Weißkohl, damit man nicht jeden Tag Brokkoli isst. Aber im Normalfall Lachs und ein bisschen Brokkoli. Und ich mag Zwiebeln und Knoblauch. Manchmal esse ich so viel Knoblauch, dann trainiere ich mit jemandem, sagt mein Trainingspartner, hast du Knoblauch gegessen? Und ich sage so, ja, woher weißt du das? Ich weiß natürlich, dass es von mir kommt. Dann sagt er, das riecht man. Ich sage so. Aus dem Clinch ein bisschen anhauchen, dann geht der schon weg, ne? Ich mache euch jetzt Pancakes, okay? Weil du hast nichts gegessen. Man nimmt 200 Milligramm Wasser. Milliliter, sorry. Man macht 100 Gramm Pulver rein. Protein, 65 Gramm. 65 Gramm? Ja. Moment. Und jetzt brauche ich eure Bewertung. Schreibt das unter die Kommentare, wie ihr das findet. Bei dir auch? Ganz wenig, Bruder. Dann guten Hunger. Thank you very much.